Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wer nichts tut, der kann nichts falsch machen. Wer was tut, der ist natürlich nicht vor Fehlern gefeit. Aber ehrlich, ich verstehe nicht, warum diese Koalition regelmäßig etwas tut und dabei immer wieder den gleichen Fehler begeht. Also mit vehementer Konstanz den Osten hinten runterfallen lässt. Sie scheint da wirklich kein Stück lernfähig zu sein. Und ich möchte hier gar nicht detailliert auf die bundeseinheitlichen Netzentgelte eingehen. Jüngstes Beispiel, die sollen ja vereinheitlicht werden, aber erst im Jahre 2022. Und noch immer haben wir den Zustand, dass eine 3- bis 4-köpfige Familie rund 45 Euro mehr als eine Familie im Westen zahlt. Die Preisunterschiede haben in den letzten Jahren 50% zugenommen. Hier hat die Bundesregierung nicht geschafft, die Strompreisschere zu schließen. Der Osten ist auch hier schlichtweg hinten runtergefallen. Der große Coup für den Osten sollte ja die Ostrentenangleichung sein. Es entpuppte sich als Bärendienst für all diejenigen, die jetzt im Osten arbeiten und noch nicht in Rente sind. Natürlich bekommen die Rentnerinnen und Rentner jetzt mehr Geld. Darüber freuen sie sich, darüber freuen wir uns natürlich mit. Aber mit dem Wegfall der Umrechnung in der Rentenformel werden all diejenigen jetzt benachteiligt, die im Osten arbeiten und zusätzlich bei der Rente benachteiligt. Und sie werden damit eigentlich Opfer einer noch bestehenden Lohnungleichheit. Wer also im Osten heute arbeitet, hat meistens nicht nur weniger Geld, sondern bekommt dafür auch noch weniger Renten. Und sie akzeptieren damit nicht nur die Ungleichheiten und Ungleichwertigkeiten, die vielleicht irgendwie noch in den 90er Jahren, also in den Nachwendejahren, akzeptabel und nachvollziehbar waren, sondern sie schreiben diese Ungleichheiten gleich noch für die folgenden Generationen fort und bürden sie diese auf. Eine Generation, die die deutsche Zweiteilung allenfalls noch aus den Geschichtsbüchern kennt. Und mir fällt ehrlich gesagt kein vernünftiges Argument ein, warum mein Cousin, der seine Ausbildung bei einem Westunternehmen gemacht hat, dort gearbeitet hat, bei Stuttgart, wieder zurückgekehrt ist in den Osten, weil dort seine Familie ist, dort einen Lohnunterschied in Kauf nehmen muss und jetzt auch noch benachteiligt wird, wenn er dann sozusagen bei seiner Rente, die er dann irgendwann mal genießen soll. Ehrlich, also dieses Beispiel zeigt, dass hier die Bundesregierung nicht gewillt ist, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ein weiteres Beispiel der Untätigkeit der Bundesregierung ist die sogenannte Rentenüberleitung, die Sie im Übrigen bezeichnenderweise auch Rentenüberleitungsabschlussgesetz genannt haben. Dieses Gesetz sollte einen Haken setzen an die Anerkennung ostdeutscher Biografie im Rentenrecht. Und doch gibt es da immer noch viele Ungerechtigkeiten, ob jetzt bei den Bergleuten, bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen. Das Gleiche gilt auch immer noch für die zu DDR-Zeiten Geschiedenen. Ich finde, es ist ein unhaltbarer Zustand, dass heute mehr als die Hälfte der zu DDR-Zeiten Geschiedenen Frauen in Armut lebt. Viele Regelungen, die die geschiedenen Frauen begünstigten, also freiwillige Beiträge bzw. Anwartschaftsgebühren oder schlichtweg die Versicherung für Mithelfenden, für Familienangehörigen, sind bei der deutschen Einheit einfach hinten runtergefallen. Aber das kann man ändern. Das können wir hier ändern. Und deshalb fordere ich klipp und klar eine Entschädigung für diese Frauen. Ein gerechter Ausgleich an dieser Stelle wäre einer von vielen notwendigen Schritten, um vor allen Dingen der drohenden Altersarmut und der auch schon bestehenden Altersarmut ostdeutsche Frauen zu bekämpfen. Und ich finde, es kann sich doch nicht irgendwie kalt lassen, dass laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung ab dem Jahr 2036, also nicht mal in 20 Jahren, jeder fünfte Neurentner von Altersarmut betroffen sein wird. Und diese Ungleichwertigkeiten, diese Ungerechtigkeiten sind reell da und sie spiegeln sich auch in einem Empfinden wider. Fast die Hälfte der Sachsen, also das Bundesland, wo ich herkomme, stimmen beim Sachsenmonitor der These zu, dass nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten vielfach neues Unrecht geschaffen worden sei. Aus der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen, die also mit der DDR überhaupt nichts mehr zu tun haben, sagen 26%, dass sie persönliche Nachteile aus der Wiedervereinigung überwiegen. Das ist im Übrigen mehr, als was die 60- bis 69-Jährigen sagen, also die ja noch das irgendwie miterlebt haben. Und von den
gut 400.000 Berufspendlern machen sich nur 158.000 Arbeitnehmer aus den alten Bundesländern regelmäßig auf den Weg über die innerdeutsche Grenze hinweg. Und von den mehr als 133 Auspendlern aus Sachsen, also meinem Bundesland, arbeiten 2016 mehr als 68.000 in den alten Bundesländern. Das macht was mit den Leuten. Das macht was mit den Familien. Das ist nicht banal. Es macht was mit den Strukturen, mit den Städten, mit den Dörfern, mit den Vereinen, der Zivilgesellschaft, wenn die, dem Ehrenamt, wenn die Menschen vor allen Dingen unterwegs sind, um sozusagen ihren Lebensunterhalt zu verdienen, anstatt die Zeit darauf zu verwenden, sich dort zu engagieren, wo sie leben und wo sie zu Hause sind. Und wir als Linke sind in diesem Hohen Haus die einzige Partei, die einzige Kraft, die zuverlässige Adresse für ostdeutsche Interessen. Für uns sind gleichwertige Lebensverhältnisse im Westen wie im Osten, im Norden wie im Süden Ziel unserer Politik und nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Deswegen fordern wir zum Beispiel einen Solidarpakt 3, der vor allen Dingen strukturschwache Regionen fließen soll. Und für uns ist der Osten Chefsache. Wir hauen da nicht ein paar markige Sprüche raus, damit eben niemand hinten runterfällt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich erteile das Wort dem Kollegen Albert Weiler für die CDU-CSU-Fraktion.